Guten Morgen miteinander. Wir sehen heute bei uns in der Ausstellung, wir haben ja Kühlboxen, die 12, 24, 110 und 230 Volt laufen. Und damit ist jetzt Schluss. Und zwar nicht mit den Kühlboxen, sondern mit dem 230 Volt Anschluss. Wir haben diese Kühlboxen hier, die laufen nur mit 12 Volt. Und die großen laufen momentan noch mit 230 Volt. Aber die EU hat ja neue Gesetze rausgebracht. Bis vor einem Jahr waren das noch Mobilkühlboxen. Und jetzt sind es keine mobilen Kühlgeräte oder Kühlboxen mehr. Weil, wenn sie einen 230 Volt Anschluss haben, könnte man sie an 230 Volt anschließen und man könnte sie zu Hause betreiben. Somit sind das keine mobilen Kühlgeräte mehr und fallen unter die EU-Normen für Haushaltsgeräte. Dann sind wir labelpflichtig. Und das ist ein neues Label, ein No-Label von A bis G. Und bei Haushaltsgeräten ist es so, dass wir Kategorie F und G nicht mehr verkaufen dürfen ab nächstem Jahr. In der Schweiz, in der EU ein bisschen später. Was hat das damit zu tun? Wir haben ja das Problem, dass zum Beispiel vor der EU gab es die deutsche Industrienorm. Da hat man so ein Kühlgerät oder ein Haushaltskühlgerät, DIN, deutsche Industrienorm 153, einfach genommen, hingestellt, 25 Grad außen, 5 Grad innen oder minus 18 Grad beim Tiefkühlgerät und hat über einen längeren Zeitraum, einen Tag, zwei, drei Tage, den Stromverbrauch gemessen und somit hatte man den Stromverbrauch. Dann kam die EU und ihr wisst zum Beispiel, die Gurken sind heute auch definiert und ähnliches. Und heute kann man als Endkunde eigentlich den Stromverbrauch von Haushaltskühlgerät oder so ein Kühlgerät gar nicht richtig bestimmen. Es wird berechnet, ist relativ eine aufwendige Rechnungsübung. Nun, jetzt haben wir die neuen Gesetze, wir haben neue Energien, wir haben ein neues Energielabel und dass man diese Boxen in ein Energielabel herkriegt, damit man sie vernünftig verkaufen kann, A, B, C, müssen die Boxen entweder eine Isolation haben zwischen 10 cm, was ja absolut bei so einem kleinen Gerät keinen Sinn macht, oder man muss die Werte bescheißen. Oder man muss darauf verzichten, dass die Boxen mit 230 Volt betrieben werden können. WEMO hat sich jetzt beschlossen, keine Boxen mehr mit 230 Volt zu machen. Wir haben Mitbewerber, sprechen wir über die großen, zum Beispiel Dometic. Da brauchen dann diese Boxen. Das ist glatt, das könnt ihr bei Dometic auf der Homepage nachschauen. Auf 12 Volt, der Verbrauch auf 12 Volt ist immer noch 5 Grad innen, 25 Grad außen, wie die alte DIN-Norm. Auch bei uns in den Katalog drin geben wir den Energieverbrauch immer noch an 5 Grad innen, 25 Grad außen, weil die anderen Energienormen sind wirklich schwer nachzuvollziehen. Und somit hat Dometic zum Beispiel einen Energieverbrauch auf 12 Volt, der realistisch ist, aber auf 230 Volt braucht die Box 3 bis 4 mal weniger Energie. Das kann auch nicht sein. Also es geht in die Richtung, dass man jetzt diesen Energieverbrauch bescheißt. Es gibt die Möglichkeit, weil die Ausrechnung des Energieverbrauchs ist so scheiße kompliziert. Jetzt gehen wir in die Richtung, wir bescheißen den Energieverbrauch. Also 230 Volt wird beschissen bei Dometic, weil auf 12 Volt braucht sie 3-4 Mal mehr. Somit habe ich eine vernünftige Energieklassifizierung und kann die auch marketingtechnisch vermarkten. Wir haben
Ein Italiener, Vitrifrigo, der hat plötzlich 30% weniger Energieverbrauch auf den gleichen Geräten wie vor 2 Jahren noch. Und ja, jetzt sind sie verkaufbar. Engel sind Kategorie F. Die sind nicht schlecht, die sind gut. Nur, die kann ich nicht mehr verkaufen. Wir haben Indel, Webasto und so weiter, Isotherm. Ja, diese Boxen, weiß ich jetzt noch nicht, was geht, aber da geht es dann wahrscheinlich in die Richtung, habe ich gehört, ja, der Markt in Europa ist ja relativ klein, wir konzentrieren uns auf den asiatischen, afrikanischen Markt und so weiter. Und die kleinen Europäer, die haben sowieso zu komplizierte Gesetze. Punkt. Also das heißt, diese Boxen hier werden jetzt bei Wemo nicht mehr mit 230 Volt gefertigt. Wir haben zwar noch Geräte am Lager. Punkt. Wir haben auch ein Problem mit dem Preisaufschlag. Also in Zukunft, die gleichen Geräte, so wie es aussieht, ist noch nicht ganz klar. Einfach ohne 230 Volt zum gleichen Preis. Ja, jetzt habe ich ja so eine Kühlbox. Da habe ich ein Netzgerät dazu mit dem Stecker. Und ich habe hier den Stecker, der passt hier auf diese Box. Und somit kann ich diese Box auch auf 230 Volt betreiben. Das geht nicht. Also funktionieren technisch schon, aber das EU-Gesetz sagt uns jetzt, das dürfen wir nicht, weil dann fällt es wieder unter die Energielabelpflicht. Und die Energielabelpflicht kann nicht erfüllt werden. Also das heißt, wir werden auch dieses Netzgerät in Zukunft nicht mehr haben. Komme ich später drauf. Wir haben ja also auch zum Beispiel so eine Batteriebox, die kann man laden über ein Netzgerät oder ein Ladegerät und dann die Kühlbox betreiben. Kommt es gleich heraus wie mit dem Netzgerät. Wir brauchen trotzdem 230 Volt. Das funktioniert. Das dürft ihr machen. Hat energetisch und energiesparend technisch überhaupt keinen Sinn. Was auch geht, ist mein super toller LED-Scheinwerfer. Habe ich ein Video gemacht, verlinke ich euch in der Endcard. Und dieses LED-Scheinwerfer hat den gleichen Stecker wie diese Kühlboxen. Und mit dem gleichen Kabel kann ich auch die Kühlbox betreiben. Und für diesen LED-Scheinwerfer, vielleicht kennt ihr das noch, das hatte ich mal, ein Netzgerät für Kühlboxen. Und dieses Netzgerät, das passt natürlich auch auf diesen LED-Scheinwerfer. Und dann kann ich diesen LED-Scheinwerfer betreiben. Per Zufall hat es den gleichen Stecker wie die Kühlboxen. Also in Zukunft werden wir diese Netzadapter nicht mehr haben, sondern nur noch Netzadapter für LED-Scheinwerfer. Ja, das ist die Situation. Entweder bescheißen wir mit den Werten, denken wir an den VW-Diesel-Skandal, oder wir sind ehrlich und sagen, es geht nicht mehr, wir machen die Boxen jetzt nur noch auf 12 Volt. Klar werden wir dann gewisse Kunden haben, die sagen, wir können diese Boxen, ich will eine mit 230 Volt. Wir haben die Chromstahlboxen hier auf der hinteren Seite, da seht ihr ein Video. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, wo wir noch drüber legen, ihr könnt so eine Box kaufen auf 12 Volt. Und nachher in der gebrauchten Kühlbox ein Netzgerät nachrüsten. Macht energetisch auch einen Schwachsinn aus, aber das ist Gesetz. Das Nachrüsten einer bestehenden Kühlbox mit einem Netzgerät, das ist wieder möglich. Aber von Haus aus mit Netzgerät verkaufen? Nee. Wir kriegen die Boxen dann, die sind gut, sagen wir immer noch die beste Kühlbox, aber
wir sind dann, wenn wir ehrlich sind, in der Kategorie E. Also das Minimum, was man verkaufen darf. Wenn ich nach einer Dometic gucke, die einfach den Wert bescheißen, dann zieht sie viel höher. Und wenn wir den Energieverbrauch anschauen, früher konnte man mal Kühlboxen bauen, man könnte die vertreiben, Punkt. Fakt ist jetzt, dass wir natürlich noch Kühlboxen haben mit 230 Volt. Also wenn ihr beabsichtigt, eine Kühlbox zu kaufen, ob die von uns ist oder von jemand anderem, kauft euch die Kühlboxen, solange sie noch gibt, mit 230 Volt. Weil auch Dometic wird wahrscheinlich weggehen von dieser 230 Volt Kühlboxen-Version, weil das Risiko, von der EU verklagt zu werden, da sie sich die Werte bescheißen, ihr habt es bei VW gesehen, wissen wir nicht. Ja, das ist es zum aktuellen Stand der Kühlboxen. Auch Lieferprobleme, weiteres, was da kommt auf uns zu. Wir wisst, wir fertigen in China. Mittlerweile zahlen wir pro Container etwa 15.000 Euro. Das ist der aktuelle, sorry, Dollar, aber der ist auch nichts wert. Das umzulegen auf die einzelnen Kühlbox, klar sind es nur 10, 15, 20 Euro, je nach Größe. Aber dieser, irgendeiner muss das bezahlen. Ja, ich mache euch hier drüben ein Video über diesen tollen LED-Scheinwerfer und das Netzgerät. Es geht ums gleiche Thema. Und hier mache ich ein Video über diese Akkubox. Das ist eine Powerstation, eine Powerbank, die wir in einem Camper brauchen können. Also nicht ein Camper ausgebaut, sondern wir haben sehr eine Kundschaft. Die haben Minicamper und Dachzeltcamper, die also nicht so eine richtige Stromversorgung im Auto einrichten. Ja, das soll es gewesen sein für heute und ich wünsche euch einen schönen Tag.